Willkommen zu Plants vs. Zombies. Und hier, was ist denn das hier? Katapult-Zombie. Oh Gott. Was, das wird ja immer schlimmer. Gleitet Zombies in andere Reihen um. Nee, werde ich nicht benutzen. Ach nee, den wollte ich gar nicht mehr. Den da. Kurz Kopf kratzen. Den da. Wen hatte ich noch? Sind hier irgendwelche? Nee. Bei dem habe ich keine Ahnung. Nicht für dieses Level empfohlen. Okay. Mann, geht jetzt schon wieder los? Ich verschwende zu viel Zeit gerade. Merke ich gerade zumindest. Oder so ein bisschen. Ich mach mal den wieder. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas übersehen, was ich eigentlich bräuchte. Weil ich vor Hektik wieder. Da ich immer so lang brauche bei der Auswahl, deswegen mache ich ja auch manchmal eigentlich schon vor der Aufnahme immer. Mann, Hektik. Ja, du kommst, ich hör's. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, einfach, wenn man jetzt gleich Mais pflanzen würde, das zu auslassen, aber ich glaube nicht. Weil ich glaube, der macht, kann schon richtig Damage reindrücken. Ich glaube schon. Das ist schon ganz sinnvoll, glaube ich, dass, wenn man es anders macht. So. Wir müssen in der Schule jetzt so ein Referat halten über irgendwas, das spannend ist. Und die anderen nicht langweilt. Es ist natürlich die Frage, was nimmst du, aber du kannst irgendwie. So bestimmte Themen sind eben langweilig und das ist das Problem dann. Bei so Referaten. Was würdet ihr denn so spannend finden für so ein Referatthema? Da würde, was ihr sagen würdet, ja, das wäre schon cool, wenn man so ein Referat drüber hören würde. Oder selbst machen könnte vielleicht. Oder habt ihr schon mal eins gemacht? So? Wahrscheinlich, bis da einer einen Kommentar schreibt, ist eh schon zu spät, aber. Jawohl, eigentlich nicht, weil das ist erst nach den Ferien das Referat, also daher. Also circa vor den Ferien soll es halt schon feststehen. Huch, ich habe hier noch nicht mal alles bebaut und schon fange ich irgendwie schon mit Mais an. Das ist gerade ein bisschen seltsam gewesen von mir. Wieso mit Mais anfangen, wenn man das andere noch nicht mal fertig hat? Ja, okay, keine Ahnung. War das schon? Ja, doch. Hat gerade so falsch ausgesehen. Aber bei mir sieht alles falsch aus. Butter ins Gesicht. Okay. Nee, den da. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist immer so krass eigentlich. Denn man kann so auf die Schnelle nicht wirklich alles herzaubern, so was man bräuchte eigentlich. Also halt an den ganzen. Weil die brauchen ja ewig immer, bis man die mal hat quasi, weil die einfach auch so lange aufladen müssen. Ich glaube, da käme es jetzt gar nicht so auf die anderen drauf an, sondern einfach auf das Aufladen. Kommt da jetzt schon ein besonderer oder so? Ich hoffe noch nicht. Theoretisch könnte ich mit denen hier auch welche machen, ne? Ja, doch, das ist auch eine geile Idee. Oh Gott. Vor dem habe ich gerade ein bisschen Bammel. Huh. Der schießt. Bam. Weg ist er. Ende. Schluss aus. Hier gibt es nichts mehr zu sehen.
Ich würde gerne nochmal so einen Teil hinbauen. Ja, so. Passt schon. Hier kommt noch so einer, dann hier auch nochmal. Okay, doch, das kriegen wir alles hin. Das ist jetzt noch nicht das Problem. Gerade. Läuft alles gut. Okay. Der Typ muss weg. Der Typ muss weg. Der Typ muss weg. Weg ist er. Ja, der geht leicht weg. Der geht leicht weg. Ach, da kommt er nochmal. Na toll. Jetzt habe ich natürlich gerade nichts gegen ihn. Aber der ist ja gleich fertig. Mach ich kaputt, Junge. Danke. So, ach. Ich komme ja mal auf den Falschen. Das passiert mir, glaube ich, öfter. Ich merke gerade, ich werde müde. Vielleicht langweilen mich jetzt so ein bisschen. Ich hätte aber noch ein bisschen vor. Jetzt haben wir 23.44 Uhr. Gerade so. Ich nehme ja immer noch auf. Ich habe hier einen Kürbis geplatziert und habe nichts drin. Auch toll eigentlich. So. So, jetzt ist was drin. Siehst du? Jetzt ist der Kürbis mit Mais gefüllt. Wird man ihn echt auch immer tun. Kürbis und Mais. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weiß nicht, vorstellen? Einfach nö. Sag nö. Kennst du nicht, siehst du nicht. Vor Augen. Im Gehirn gedacht. Keine Ahnung. Ich labe hier schon wieder Scheiße, merke ich. Ach, da kommt der Typ wieder. Mach ihn kaputt, Junge. Ach komm, jetzt kommt die hier unten wieder. Na toll. Er hat ihn aufgegessen. Nein. Wie kann er nur? Wie konnte er nur? Ja, wie konnte er nur? Ach, da ist der Fahnenzombie und der lebt noch. Cool. Aber wie konnte er nur? Oh oh. Ich glaube, die Walnuss lebt nicht mehr lang. Wäre eigentlich auch krass, wenn man so machen würde, dass wenn die Walnuss irgendwie so gefressen ist, dass halt ziemlich weit unten bleibt und die können dann drüber gehen. Und dann vielleicht irgendwie muss der das erst so wegschaufeln dann so. Oh, was ist das denn? Schießt es wieder in alle Richtungen oder so? Sieht zumindest so aus, weißt? Schützt benachbarte Pflanzen vor Bungees und Katapulten. Cool. Ist cool. Ist es jetzt eigentlich schon... Ich habe keine Ahnung, war das jetzt das erste Wave? Ich glaube nicht. Ist egal, ich beende hier erstmal die Folge. Und dann, Seengarten sieht übrigens normal aus, hat sich noch nichts getan. Hab nachgeguckt. Und bis zum nächsten Mal, ciao.